Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetz und begrüße euch herzlich zu einer neuen Ausgabe der Videoreihe Manga Einsteiger Guide. Nachdem wir letzte Woche so ein bisschen über die Manga-Community geredet haben, so warum es nicht die eine Manga-Community gibt und eben auch so ein bisschen, warum man Grundrespekt gegenüber den Genre und den Demografien haben sollte, will ich heute mal mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Anime und Manga sind Nische. Und warum ich diese Aussage für absoluten Bullshit halte. Denn, ja, egal zu welchem Zeitpunkt man in diese Szene eintritt, man hört sehr, sehr schnell wahrscheinlich, Manga sind ja eine Nische, Anime sind ja eine Nische. Und warum das Ganze so ein bisschen ist, will ich gleich beleuchten. Aber eben direkt, um einfach mal zu verdeutlichen, warum Anime und Manga schon lange keine Nische mehr sind. Schaut man sich einfach mal vom Carlsen Verlag den Gesamtumsatz 2021. Der Carlsen Verlag ist so ziemlich der größte Manga-Verlag Deutschlands mit fast 40% Marktanteil. Das ist gigantisch. Sie hatten 100 Millionen Euro Umsatz im Jahre 2021 als kompletter Verlag gemacht und davon waren 19,5 Millionen Euro Umsatz durch die Manga-Sparte allein. Tendenz wahrscheinlich in Zukunft noch weiter steigend. Und auch wenn man sich einfach mal so überlegt, okay, zum Beispiel ein GameStop, ein Elbenwald und Co. Du siehst ohne Ende Manga, Anime, Merch. Also GameStop zum Beispiel hat inzwischen sehr viel Merchandise und viele Manga bei sich rumstehen. Zumindest wahrscheinlich, weil es bei ihnen mit Games halt einfach nicht mehr gut läuft. Wen wundert's? Aber auch ein Elmwald oder so viele Buchhandlungen haben inzwischen immer mehr und mehr ein großes Manga-Sortiment. Und man muss halt zum Beispiel sagen, wenn du auf der Straße unterwegs bist, viele werden zum Beispiel wahrscheinlich dieses Logo hier erkennen können. Einfach, wir sind schon lange nicht mehr diese kleine Szene, die so eine Randerscheinung hat. Denkt an die ganzen Conventions, wie viel Millionen Umsatz allein durch Conventions gemacht wird, wie viele Leute da kommen. Denkt an den Japan-Tag, wie viele Leute sich da versammeln. Das kann in meinen Augen, es kann einfach nicht sein, dass wir im Jahr 2022 immer noch von einer Nische im Bereich Manga reden und auch nicht im Bereich Anime. Die Sache ist, es wird sowohl von Fans als auch eben Verlagen oder Anime-Publishern gerne genutzt. Bei Verlagen und Anime-Publishern habe ich zum Beispiel in den 10 Jahren Sammelerfahrung so ein bisschen das Gefühl, dass es gerne als Ausrede genutzt wird, warum vielleicht ein Produkt deutlich teurer gemacht wird. Weil in meinen Augen kann vieles deutlich günstiger angeboten werden. Denn es ist kein kleiner Markt mehr. Wir sind nicht wie Anfang der 2000er, wo es ganz klein und da war man wirklich noch ein richtiger Sonderling, weil man ein Anime geschaut hat. Da sind wir schon lange von weg und ich sag offen und ehrlich, ich glaube, gerade im deutschen Markt steckt das Potenzial noch viel, viel größer zu sein. Ich weiß, viele sagen gerne zum Beispiel, oh, man müsste im französischen Raum leben. Ich bin selber sehr neidisch auf den französischen Manga-Markt. Allerdings sehe ich per se das Potenzial darin, dass wir langfristig so groß sind. Denn Deutschland hat eine Comic-Kultur. Auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen. Sie war halt nur immer etwas kleiner gewesen früher. Deswegen hatte Manga es am Anfang auch nicht so leicht wie zum Beispiel in Frankreich, die halt, da sind Comics einfach deutlich mehr etabliert oder auch in Amerika. Jedoch gerade jetzt durch diese Manga-Szene wird Comic und auch Manga als solches mehr und mehr etabliert und einfach langfristig gesehen entsteht hier eine so große Szene und einfach so ein Background, dass ich hier sehe, so hier wirklich glaube, okay, in 20, 30 Jahren werden wir einen so viel größeren und auch vielschichtigeren Markt haben können als jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ich halte zum Beispiel auch eine Lizenzierung von Kingdom, was zum Beispiel von vielen gewünscht wird, nicht für unmöglich. Ich glaube inzwischen wirklich, dass der Markt groß genug ist, dass sich das verkaufen kann. Und mit richtigem Marketing. Das einzige Problem ist da halt, um das sowas umgesetzt werden müssen, die Fans so ein bisschen aufhören zu sagen,
Die sind eine Nische. Das Problem ist, das hat sich einfach etabliert, weil seit Jahren hinweg wurde das immer wieder gesagt. Die Fans haben es übernommen durch Verlage. Verlage nutzen es gerne als Ausrede. Und einige wollen vielleicht auch einfach nicht wahrhaben, dass ihr geliebtes Hobby halt einfach Mainstream ist. Aber es ist per se nichts verkehrt im Mainstream. Ich meine, klar, in Anime und Manga gibt es Nischenbereiche. Aber die Manga- und Anime-Szene als solches ist keine Nische mehr. Sie ist so groß, sie ist so ein großer Wirtschaftssektor auch einfach. Hier von einer Nische zu sprechen, ist einfach falsch. Und ja, das ist so ein bisschen mein Tipp an euch. Die Nische ist einfach, die Nische bezieht sich, wenn, auf vereinzelte Titel, aber im Großen und Ganzen ist die Szene einfach riesig und es steckt noch so viel mehr Potenzial da drin. Aber ja, das war so ein bisschen mein Manga-Einsteiger-Guide zum Thema Nische, warum dieser Bereich eben schon lange keiner mehr ist. Lasst euch nicht verarschen von Verlägen oder so, die sagen, das ist ja immer noch eine Nische. Nein, wir sind Manga, Anime ist Mainstream. Punkt. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zusehen und ciao.